Hallo! Ich bin Lea. Ich bin Miri. Wir waren am Wochenende bei dem Treffen, Bundesstaffeltreffen der DLRG dabei und haben einfach mal alles so mitgefilmt, was wir so alles gesehen und was wir alles gelernt haben. Und also ganz viele Eindrücke von uns sind jetzt einfach in dem ganzen Film. Und wir hoffen, er gefällt euch und ja. Und wir haben versucht, mit unserer kleinen Erfahrung einen möglichst guten Film hinzubekommen. Das war bis jetzt, glaube ich, unser längstes Projekt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr schön bei euch. Und danke für die schöne Zeit und die schönen zwei Tage bei euch. Ja, und ihr als Leute wart auf jeden Fall super nett. Ihr habt uns alle wirklich gut geholfen und habt alles so mit uns gemacht. Und es war richtig super mit euch, hat echt Spaß gemacht. Wir wünschen euch viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Ja, herzlich willkommen zum Staffeltreffen 2013 der DLRG Rettungshunde-Staffel. Mein Name ist André Winkler. Wir werden an diesem Wochenende neben der Trümmerarbeit, der Flächensuche und dem Mantrailing auch die Wasserordnung trainieren. Ich hoffe auf einen schönen Erfahrungsaustausch, erfolgreichen Erfahrungsaustausch und freue mich, dass alle heil hier angekommen sind in Barnim. Ich begrüße auch unsere Gäste von dem Arbeiter-Samariter-Bund Neubrandenburg, unsere Gäste von der Johanniter Vogelsberg und natürlich unsere österreichischen Gäste vom Roten Kreuz. Vielen Dank, dass ihr alle hier seid und ich hoffe, es wird ein schönes Wochenende. Feeling my way through the darkness, guided by beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. Wir sind hier als Gäste eingeladen von unseren guten Freunden des Vancho und dem André. Die kennen uns noch von Johanniter-Zeiten und wir sind hier als Hundeführer, um an dem Lehrgang teilzunehmen. Also wir sind eigentlich mehr oder weniger durch Zufall zur Rettungshundearbeit an sich gekommen. Das war bei uns damals eine große Suche und wir hatten das erst auf sportlicher Basis probiert und durch diese große Suche haben wir halt gesagt, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Und ja, waren erst bei einem anderen Verband und sind dann mehr oder weniger durch einen Wechsel von unserer Mutterstaffel auch zu der JOH. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's been waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Meine Funktion, ich vertrete die DLRG Bamholder, die Rettungshunde. Wir sind mit 7 Mann hier angereist und haben 770 Kilometer gehabt. Sind mit 7 Hunde da und meine Kollegen wollen hier viel lernen. Deswegen sind wir angereist. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run.
break out from society. War is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be my boy. But for now it's time to run, it's time to run. This fire is a journey to run for run. Ja, hallo, Flächensuche. Ein Flächensuchhund ist in der Lage, menschlichen Geruch über von 800 bis 900 Meter aufzunehmen. Deswegen eignet er sich hervorragend für die Suche nach vermissten Personen in großen Waldflächen, in Feldern etc. Es gibt Vergleiche, die da sagen, dass ein Hund in der Lage ist, in 20 Minuten 5 Fußballfelder abzusuchen. Eine Gruppe von 50 Menschen würde dafür über 2,5 Stunden brauchen. Das heißt, ein Flächensuchhund ist erstens schneller und effizienter. Außerdem hat der Flächensuchhund den Vorteil, ihm ist es egal, ob es regnet oder schneit, er sucht immer. Die Zeit ist sehr entscheidend dabei, denn je schneller der Hund ist, umso schneller kann man die vermisste Person finden und das Leben retten. Interessant dabei ist vielleicht noch, dass die Hundenase mit 220 Millionen Geruchszellen bedeutend mehr Möglichkeiten hat, als ein Mensch je haben wird. Flächensuchhunde sind eigentlich der Hauptteil innerhalb der Rettungshundearbeit, gerade hier auch in der Region sehr wichtig. Ich bin Maya, ich bin 7 Jahre alt und heute habe ich schon dreimal Boot gefahren und dieses Wochenende hier verbringe ich in so einem Ferienlager und unser Haus ist 8 und es ist sehr schön hier und das Wasser ist auch schon klar und ist alles schön. Wir sind auch in der DRG sie sind Mitglied von der DRG und naja, weil heute weil das Wochenende das Staffeltreffen ist, sind sie natürlich auch dabei. I had a dream the other night about how we only get one life. It woke me up right after two. I stayed awake and stared at you so I wouldn't lose my mind. And I had the week that came from hell. And yes, I know that you could tell. But you're like the net under the ledge. When I go flying off the edge, you go flying off as well. And if you only die once, I wanna die with you. Got something on me. In this world full of people, there's one killing me. And if we only die once, I wanna die with you. You got something like me. In this world, there's one killing me. And if we only die once, I wanna die with you. Last night I think I drank too much. Call it our temporary crutch. With broken words I tried to say, honey, don't you be afraid. If we got nothing, we got us. Yeah. And if you only die once, I wanna die with you. Got something I need. Du, ist dein Schal. Nein. Der Unterschied zwischen einem Mantrailer und anderen Suchhunden besteht darin, dass der Mantrailer bei der Suche verschiedene menschliche Gerüche voneinander unterscheiden kann und sich trotz vieler Verteilungen ausschließlich an den Geruchsmerkmalen der gesuchten Person orientiert. Beim Mantrailing wird ein Geruchsträger mit dem Individualgeruch der zu suchenden Personen verwendet, um den Hund auf die Spur anzusetzen. Mantrailer können im Unterschied zu Fährtenhunden auch in Gebäuden und bebauten Flächen eingesetzt werden und im Vergleich zu Flächensuchhunden auch im städtischen
im städtischen Bereich arbeiten. Gut, also ich bin die Lena Grund und komme aus Österreich und so von Australian Shepherd und der ist ausgebildet in Fläche und in Ausbildung in Trümmersuche. Also es war eigentlich, wir wollten schon immer einen Hund haben und dann hat meine Mama einen Australian Shepherd, also die hat mir gut gefallen und deswegen haben wir einfach den genommen und dann war klar, dass ich mit ihm in die Hundeschule gehe und die Grundausbildung mache so Unterordnung ein bisschen. Und dann hat er sich gut angeboten, also er war immer aufmerksam und so und dann haben wir gemeint, dass ich mal so zum Training schnuppern kommen. Und seitdem, also es hat mir gefallen und seitdem mache ich es. Naja, es ist schon blöd, es wird viel cooler, wenn jüngere Menschen arbeiten, aber ja. Ah, trotzdem macht es Spaß, oder? Ja, es macht Spaß. In der Trümmersuche ist es halt so, dass Gebäude abgesucht werden, durch Gasexplosion zerstörte Gebäude oder leerstehende Gebäude, Industriekomplexe, alte Scheunen, alte Garagentrakte, je nachdem. Man weiß ja nie, was im Einsatz jetzt einen erwartet. Wir haben vielleicht einen Suizid und der war Melker, dann kann man natürlich die Stallanlagen absuchen, wo er mal gearbeitet hat oder Scheune, Hof, Grundstück, Garage, Keller, sowas, da wird der Hund eingesetzt, leerstehende Gebäude, ne? Und
ja, je nachdem. Also wir versuchen auch alles Mögliche jetzt an Trainingsgelände zu bekommen, damit die Hunde einfach viel Erfahrung sammeln können und sicherer werden in ihrem Suchverhalten und in ihrem Anzeigeverhalten dann. Mein Name ist Volker Bertram, ich bin der Vereinsvorsitzende hier vom DLRG-Kreisverband. Wir haben ungefähr 200 Mitglieder im Kreisverband, machen von der Seepferdchenausbildung, von der Anfängerschwimmausbildung sozusagen hin bis zur Rettungsschwimmerausbildung unsere Arbeit grundsätzlich in der Schwimmhalle in Eberswalde, trainieren dort dienstags von 18 bis 21 Uhr. Und neben der Schwimmausbildung haben wir letztendlich auch eine Staffel mit Sanitätern, die in der Ersten-Hilfe-Ausbildung in Eberswalde und in verschiedenen Sportvereinen unterstützen, den Kreissportbund Barnim zum Beispiel bei verschiedenen Veranstaltungen und halt seit 2 Jahren hier diese Rettungshundestaffel, die wir hier aufgebaut haben und sind stolz, mittlerweile 12 geprüfte Rettungshunde im Einsatz zu haben und mit diesen hier heute eben diese Großveranstaltung in Barnim durchzuführen, hier im EJB. Der Geruch wird runtergebracht ins Wasser und die Teilchen, die hoch kommen an die Oberfläche, die nimmt der Hund dann mit seiner Nase auf. Und je nachdem, wie der Hund anzeigt, wird er dann auf dem Punkt genau versuchen wir zu bestätigen. Es geht darum, im Umkreis von 50 Metern für die Taucher einfach einzugrenzen auf so einem Riesengebiet, dass der Taucher runtergehen kann und fast im ersten Tauchgang auch die Person finden kann. Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, zum Beispiel mit Sonargeräten. Das macht dann viel Sinn, wenn der Hund das eingekreist hat, wenn man sieht, wie groß der See ist. Und wenn man nicht weiß, wo der Untergang ist, lass mal jetzt irgendwo ein Segler umgekippt sein, ne? Dann macht das Sinn, mit den Hunden erstmal drüber zu fahren, die einzugrenzen und dann können die auch mit dem Sonar noch mal genauer suchen. Oder der Hund zeigt eben sehr gut an, wie jetzt zum Beispiel kein Wind, da passt das sehr gut. Na, vorhin war relativ viel Wind, da ist es schwieriger für den Hund. Oder wenn ich 20 Mal über den Geruch gefahren bin, bei meinem Hund hat man es ja gesehen, wie zeitig der dann anzeigt. Ne? Das ist dann alles verfälscht, so die Angaben ein bisschen. Aber das habe ich ja im Einsatz nicht. Da fahren ja nicht 20 Leute vorher drüber. Got my baby. Now you ain't around, baby. I can't think. I should've.
Wir vertreiben das Futter von der Firma Bevital, die sich ja im Wesentlichen auf zwei Schienen konzentriert. Das ist einmal Bevidoc und Belcando. Innerhalb dieser Schienen gibt es verschiedene Segmente, die die verschiedenen Altersgruppen, Kondition und Konstitution ansprechen des Tieres. Und wir hier doch meinen, dass wir den Hundebesitzer einmal ein recht preislich gutes Futter anbieten können und dem Hund selber auch ein schmackhaftes und auch für seine Entwicklung vorteilhaftes Futter anbieten. Was gibt es noch zu sagen? Wir bemühen uns auch, den Anforderungen der BAFA gerecht zu werden. This one's for the lonely, the ones that seek and find, only to be let down time after time. This one's for the torn down, the experts at the fall. Come on friends, get up now, you're not alone at all. Oh, 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 oh. Und ihr wart mit unserer Arbeit zufrieden und euch hat der Film gefallen. Ja, und wir wünschen euch noch viel Spaß mit deinem weiteren Spaß. Viel Glück mit euren Hunden und ja, alles Gute. Rettet viele Leute. Genau, ganz viele Leute. Ich meine, wir hoffen jetzt auf euch. Wir kennen euch und jetzt muss es mit euch gut. Daumen drücken.